Ah, da ist das eine Zeichen. Naja, aber ich habe nicht die Höhle komplett erforscht. Hier fehlt noch was. Ich weiß, dass da noch irgendwo ein Zeichen war. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Das heißt, dass ich habe die Höhle eigentlich noch nicht erforscht. Mir fehlt die Höhlenmalerei. Und dafür fehlt mir jetzt einfach die Geduld, muss ich ganz ehrlich sein. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwo... Burn, Baby. So. Die Kaka ist... dass ich irgendwo ein Ding vergessen habe, aber dafür habe ich jetzt echt die Nerven nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich sein, ich habe die Nerven nicht mehr dafür, deswegen... Naja, dann habe ich halt die Höhle nicht komplett erforscht. Ist halt einfach so. Aber ich denke mal, hier wird auch kein Zeichen mehr sein. Dann machen wir jetzt hier einfach mal einen fetten Haufen drauf, weil wenn man es nicht findet, findet man es nicht. Ist einfach so. Und ich möchte jetzt auch nicht die komplette Zeit dafür rauben. Das kann, hallo? Genau. Ja, ich weiß schon, hier ist wieder irgendwas. Irgendwas ist hier wieder. Dieses Fragezeichen. Schaut es eigentlich mit meinem Kollegen aus. Ist der wieder da? Und jetzt kommt die große Frage. Kann ich meinen schwarzen Seltener, da ist er, den möchte ich gerne haben. Mein Gott, da war sie. Das Mistviech. War neugierig, weil ich mal auch ein Gift herstellen darf. Okay. Genau, in der Höhle. Ob ich jetzt im Moment Bock auf sowas habe, weiß ich nicht. Frettchen, oder? Anscheinend war da ein Frettchen. Oder mehrere Frettchens. Ja, euch kann ich leider noch nicht, deswegen mache ich mal einen etwas größeren Bogen. Und lasst euch mal links liegen. Das ist immer das, da springt der immer dran vorbei. Der Schilf. Knilch. So, was soll ich sagen? Der Knilch. So, dann haben wir nämlich hier die nächste Sache entdeckt. Das ist gut. So, das Problem ist, ich müsste aber immer noch mindestens
Zähme 8 Bestien, noch 2 übrig. Also ich muss noch 2 zähmen. Jetzt habe ich das auch. Das ist schon mal gut. Na, dann gehe ich mal nochmal. Ich hätte mal gesagt, dahin. Vielleicht finde ich hier doch irgendwo mal einen Bären nochmal. War da nicht irgendwo ein Ausruh-Dings da? Genau. Dann werden wir hier noch mal kurz ein bisschen schlummern. Und hoffen, dass ich vielleicht doch mal irgendwo noch einen... Bären finde. Ich müsste noch einen jetzt zähmbar in Oros. Nicht zähmbar. Höhlenbär, das war klar. Aber der Braunbär. Was ist das hier? Okay. So, dann müssen wir mal gucken. Jetzt wird wahrscheinlich der Bär wieder von dann. Ne, der ist nicht von dann gezogen. Das ist schon mal gar nicht mal so bescheuert. Dann versuchen wir jetzt noch in dieser Folge. Wo ist der jetzt? Da. Dann versuchen wir mal, ob wir nochmal einen Braunbären zähmen können. Bären. Glaube ich. Glaube ich. Kein Bär jetzt hier? Ich hätte schwören können, wer. Also ich hab's wenigstens mal gehört. Ich sage, wenn du sie brauchst, da laufen dir in jeder Folge mindestens 20 Bären vorbei. Und du kriegst jetzt, wo du ihn willst, kriegst du ihn nicht. Nein, da unten ist einer. Nein, das war so nicht gedacht. Wie lockt man Bären an? Kein Tier scheint sich für den Köder zu interessieren. Mann, ich will einen Köder. Wie schaffe ich den dann bitte? Habe ich da jetzt irgendwas falsch gemacht? Schlammkeule, bla bla, Kunden, Nahkram, Bestien, Ködern und Zähmen. Wirf Köder, ja, aber. Stelle Köder im Waffenrad her, halte Köder gedrückt und Köder, bla bla. Wirf Köder mit. Oder ist es der falsche? Ist doch ein Braunbär, oder? Nähere dich dem Tier langsam, während es frisst, E gedrückt und Zähmen drücke B und Die Frage ist, ich denke immer noch, ist es der falsche? Ne? Also ist es vielleicht, Du bist doch ein Braunbär, oder? Das verstehe ich jetzt gerade im Moment noch nicht ganz so hundertprozentig. Ah doch, er geht hin.
Gut, dann mach den gleich mal weg. Schnauzeviech. Oh. Dann haben wir jetzt schon mal einen. Ich dachte, muss man den so nah hinspeisen, den Köder, dass man den. Dass man diesen Bären da bekommt. So. Also, das heißt, jetzt ist er nur noch. Müsste ich ja theoretisch noch einen zähmen, oder? Ja, noch einen. Das heißt, wir müssten jetzt mal gucken, wie wir hier noch zähmen. Hallo. Wie wir hier noch zähmen können. Jetzt haben wir den Bär. Säbelzahntiger. Die Frage ist, wo finde ich jetzt einen Säbelzahntiger? Säbelzahntiger. Säbelzahntiger? Ah, das klingt gut. Der ist hier unten, aber da habe ich wieder keinen Sprungpunkt. Ah, wen haben wir denn noch? Nein. So, also wir haben hier den schwarzen Löwen. Verfügbar habe ich dich. Aber dann mal den Wolf. Ich habe den Wolf noch gar nicht gezähmt. Das ist ja interessant. Habe ich denn hier einen Wolf? Dann habe ich das auch hinter mir. Einen Wolf. Wolf. Gut. Springen wir dahin. Dann schaue ich mal, ob ich einen Wolf zähmen kann. Weil dann habe ich nämlich meine Punkte und dann wäre es das eigentlich heute schon für das Let's Play. Ja, so schnell vergeht die Zeit. Wahnsinn. Na. Habe ich noch einen Köder? Ja, ich habe einen Köder. Wow! Ah, irgendwann mal. Irgendwann mal. Na. Du bist nicht das, was ich suche. Ach, Bär. Steh mir leider im Weg rum, Bär. Da braucht man mal einmal einen Wolf. Jetzt geht das wieder los mit der Wolfsucherei. Ich hätte den einen Wolf, den ich da ja... Da ist ein Wolf. Schau, ich dich erwisch. Hey, Wolf. Komm schon, vor dir liegt was. So, jetzt gehört mir auch der Wolf. Somit habe ich jetzt eigentlich meine Fähigkeiten, die ich wollte. Und jetzt kann ich endlich alles lernen. Jetzt kann ich sogar Dachse. Also ich kann jetzt eigentlich alles lernen, was ich brauche. Was ich gut finde. Ich habe jetzt alles freigeschalten. Ich könnte einen Schneeblutwolf, einen blutigen Säbelzahn, einen großen Narbenbär. Also ich habe jetzt alles offen. Leopard, schwarzer, ja. Aber ich werde wahrscheinlich wieder meinen seltenen. Ah, das war da gar nicht. Das war mein seltener Schwarzer, den ich gerne wieder haben. Den finde ich nämlich geil. So. Gut, Freunde. Wir haben hier schon wieder einiges geschafft. Wenn ja, das können wir doch schnell machen. Die Venia-Verteidigung. Cool. Ich habe hier einen Elch. Ach, das ist was anderes. Das ist was anderes. One.
kommt doch wieder. Hi, sagt er auch gleich Hi, du. Nein. Uah. Toll. War das jetzt das, was ich da hätte schaffen sollen, oder? Oh Mann. So, wir gehen wieder zurück zu unserem Dorf. Yes. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir da noch irgendwie was noch aufbauen können. Eigentlich mein Lager wäre natürlich nicht schlecht. Was kann ich eigentlich machen, wenn ich Takas Hülle? Ja, machen wir einfach mal. Cool. So, habe ich damit irgendwelche Erfahrungen? Ja, verbessert. Belohnung 3000. XP, schön. So. Dafür werden wir. Na, da habe ich genug. Ah, Mammuthaut fehlt. Schilf, so wie es aussieht, fehlt. Schiefer fehlt. Aber da. Ah, oh, doch, jetzt fehlt auch noch. Okay. Mal schauen. Habe ich da? Ne, da habe ich seltene Herrschaut. Also ich glaube, ich muss da noch einiges sammeln, um dann... den Aussätzigen können wir auch nochmal checken, was bei dem jetzt so ist. Ja, da fehlt auch wieder Nordrhein-Turnier. Ist halt leider so, gell? Da fehlt halt einfach noch jede Menge. Also ich kann bloß immer nur einen aufbauen und dann ist schon wieder das Schluss. Dann muss ich wieder auf Suche gehen. So, mal schauen, ob ich bei dem einen Knödel noch was machen kann. Aber ich denke mal, es wird da genauso sein. Ja. Ich brauche Aderholz, ich brauche Schiefer, ich brauche Schilf. Mal schauen, vielleicht habe ich ja Glück, dass ich theoretisch in dem Dings da, in meiner, kann ja mal gucken, ob ich vielleicht hier irgendwas finde, wie Schilf und so ein Zeug. Boah, Schilf. Mal voll. Dann nehmen wir noch ein bisschen Schiefer. Nehmen wir noch ein bisschen Schiefer mit. Alles, was ich habe. Was ist das? Aderholz. Nordzederholz ist die Frage, was ich dafür brauche. Ich nehme alles mit. So, alles, was ich kriegen kann, nehme ich mit. Seltenes Südanhorn. Ja, schauen wir mal, ob das. Ja, dann nehmen wir noch. Ja. Schauen wir mal, ob ich da noch. Vielleicht reicht es ja sogar. Ich habe es nicht mehr aufgepasst, was ich für den nochmal brauche. Aber vielleicht reicht es ja sogar. Was heißt, ah, Schiefer. Um einen. Und Aderholz. Oh, aber sonst hätte ich alles. Aderholz und Schiffer brauche ich. Einen Schiffer. Aber ich glaube, der, den habe ich nicht mehr in meinem Lager. Und Aderholz bräuchte ich auch noch jede Menge. Ich glaube, ich habe keinen Schiefer mehr. Ist das Schiefer gewesen? Nein, das war doch hier. Genau, hier war der Schiefer. Ja, Schiefer ist komplett dull. Mhm. Schiefer und Aderholz bräuchte ich. Und zwar 38. Wie viel kriege ich denn? Naja, vielleicht kann ich ja hier noch einen upgraden. Nee, das ist ja komplett tutti. Das ist ja...
Schade. Ich habe gedacht, ich könnte den noch. Jetzt ist der wirklich tatsächlich... Aderholz. So, es leuchtet da immer Zeug auf bis zum Anschlag. Ist das Aderholz? Aderholz, genau. 3 Stück. Ich bräuchte 38. Hartholz voll, warte mal. Beutetasche. Südernhorn. Aderholz. 50 Stück. Alderholz, so heißt es. Davon brauche ich 38. Alderholz. Alter, da geht ja, da geht wieder einer voll auf. Das scheint nach Schilf zu sein. Die freuen sich schon wieder. Es ist immer interessant, wenn man was sucht, dann findet man es nicht. Ich weiß, ich bin jetzt vor einer Stunde ungefähr die ganze Zeit an irgendwelchen Hölzern vorbeigerannt. Und jetzt... Mhm. Aber der Schiffer, ich glaube... Alderholz. Ich weiß, ich brauche 38 Stück. Beutetasche. Ah, noch 8 Stück, dann habe ich's. Dann kann ich den einen auch noch machen und dann ist aber auch wirklich Schluss. Dann ist auch wirklich Schluss. Ja, nochmal 2, das haben wir dann, ne? Nochmal 2. Das waren schon 38. Ich glaube, es waren schon 38. 39. Also, das heißt, ich nehme es noch einen mit als Schutz, falls ich mich da irgendwie vertan habe. Ne. Da kommt schon noch mal irgendwo einer. Ah, da sehe ich doch bis dahin. So, und dann wieder zurückbeamen. Und jetzt müsste ich eigentlich theoretisch meinen Kollegen, meinen Lieblingsschamanen upgraden können. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja. Suppi! Der freut sich wie ein Schnitzel. So, damit habe ich seine Hütte jetzt auch verbessert. Perfekt! Dann können wir nämlich jetzt langsam in das Let's Play Ende gehen. Dann kann ich hier mich wieder... Obwohl, guck mal, wir stellen uns dahin, wo wir uns auch immer am Anfang hinstellen. So. Jetzt kann ich mal gucken. Wir haben ja wieder ein paar Fähigkeiten bekommen. 4 Stück sogar. Mhm. Wie machen wir das jetzt am blödsten? Können wir da jetzt ein bisschen mehr an der Jagd rumschrauben? Tiermarkierung. Halte beim Zielen gedrückt, um Tiere zu markieren. Funktioniert bei Keulen, Bögen und Speeren. Die Markierungen sind permanent. Deine Eulenbegleiter kann ebenfalls Tiere markieren. Ja. Erhöht den Schaden, den deine Waffe bei Tieren anrichtet. So noch. Du kannst Pflanzen jetzt, ja klar. Aber warte mal. Was auch nicht schlecht wäre, wäre der hier. Drücke F, um einen besseren Tau. Erlerne erst die vorherige. Also gut, dann erlernen wir halt die. Genau, damit könnte ich dann theoretisch einen Anführer wegsnacken.
da reite Meerbestie, nachdem du sie gezähmt hast. Buh. Säbelzahntiger und blablabla. Blutfangzäger, Braunbär. Hey, das ist ja geil. Warum nicht? Mach mal. Reite mir Bestien, die gezählt hast. Säbelzahntiger und Blutfangsäbelzahn. Braunbär. Es gibt die Mammutreitsteuerung. Wie jetzt? Das. Das kann ich natürlich jetzt hier nicht machen. Das interessiert mich jetzt noch. Das möchte ich jetzt unbedingt noch wissen. Ich gehe jetzt mal nochmal schnell auch so zum Lager aus, bis ich da mal. Jetzt pass mal auf, wenn ich jetzt meinen Braunbären hole. Bin mal neugierig. So, schauen wir mal, Braunbär ist. Sieger reiten, halte neben ihnen E gedrückt. Das bin ich jetzt mal neugierig. Wie bitte? Ist das geil? Ich kann einen Braunbär reiten. Alter Falter! Hey, hey! Uhu. Ja, geil. Ja, so muss es sein, ne? Jetzt bin ich ab sofort der Reiter und kann natürlich dann noch viel schneller durch unsere Map gelangen. Ja klar, das sollte wahrscheinlich abspringen. Jawohl, weil jetzt ich darf in mein Dorf kein Tier mitnehmen. Aber das finde ich geil. Das fand ich jetzt mega geil, dass ich jetzt hier auch So, meine Freunde. Tja, sorry, dass es gerade hier einen Mega-Cut gegeben hat, aber jetzt war tatsächlich mein Festplattenspeicher voll. Das kommt davon, wenn man einfach sehr viele Aufnahmen macht und Let's Plays und vergisst, die geschnittenen Let's Plays dann vom Aufnahmegerät zu löschen. Tja, das ist, da könnt ihr mir jetzt gerade wieder auf die Finger hauen. Aber ich muss eins gestehen, ihr habt nicht viel verpasst. Ihr habt nur den Weg von hier, wo ich mit meinem Braunbären gelaufen bin, hierher. Wenn überhaupt ihr meinen Braunbären noch gesehen habt, aber ich glaube, es war nicht mehr viel. Und deswegen ist alles in Ordnung. Ich denke mal, ihr habt das mit dem Braunbären noch mitbekommen. Und wenn nicht, dann seht ihr das auf jeden Fall beim nächsten Let's Play wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Far Cry Primal. Und es ist schon mega cool. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, war das mit der Höhle. Das war jetzt noch ein bisschen nervig und hat echt übelst Zeit gekostet. Aber gut, okay. Es gehört zum Let's Play und ihr schaut mir ja auch zu, wie ich mich hier durch die Map bewege und was ich hier alles erlebe. Und wenn es halt auch mal 10 Minuten lang einfach mal ins Nichts endet, aber es gehört zum Let's Play dazu. So, wenn ihr natürlich sagt, hey, Faustrum Gaming macht mega Spaß und gefällt mir zuzusehen, würde ich mich natürlich auch mega freuen, wenn ihr einen Abonnenten da lässt und natürlich auch die Klingel aktiviert, damit ihr auf den neuesten Stand seid, was Spiele und Filme angeht. Ihr könnt natürlich auch gerne ein paar Daumen nach oben tun, damit ich auch und wir wissen, was euch mega interessiert. Und natürlich schön unsere Kommentarecke benutzen, damit wir mit euch über gewisse Themen sogar reden können und ihr vielleicht auch sogar sagt, hey, das Spiel auch noch interessieren, hey, wäre cool, wenn du das mal zocken würdest. Kein Problem, lasst uns einfach darüber reden, dafür sind die Kommentare da. Bis dahin kann ich nur euch einen schönen guten Nachmittag, guten Abend oder guten Morgen wünschen, je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt. Und dann sehen wir uns zu einem nächsten Let's Play hier auf unserem Forestroom Gaming Channel wieder. Bis dahin, macht's es gut, macht's es besser. Servus!